Hallo, da sind wir wieder bei Let's Play Lego Alpha Team. Nach einer gewissen Pause, weil mein PC ziemlich rumgemuckt hat. Ich sag's von vornherein, ich habe die Ladezeiten jetzt mal. Also die Ladezeiten in diesem Spiel sind jetzt länger. Und vielleicht gibt's auch ein paar Hänger, dafür entschuldige ich mich schon mal. Aber dafür ist die Auflösung höher. Also ich weiß noch nicht, wie das wird. Ja, ich sehe eine Chaoskugel. Ja, genau. Sammle alle Kugeln in einem Raum, um den Fluch aufzuheben. Gut, weil ansonsten kommen wir an dem alten Arsch hier unten nicht vorbei. Hier unten, hier oben. So, ich gehe jetzt mal so komplex hier so ran und sag so, ja, da irgendwie. Und dann vielleicht eine, dass der zurückläuft. Ja, ich habe in der Zeit, als ich jetzt abwesend war, mal mein PC, nein, mal mein PC ein bisschen neu gemutzt. Also ein paar Programme neu gespielt und so ein Kram, ja. Klappt das? Mal gucken. Okay, die Chaoskugel hat er schon mal und jetzt zurück. Ich hoffe, der verkackt mir diesmal meine Aufnahme bei Alpha Team nicht. Nein! Ich bin so doof. Da muss natürlich die Leiter hin. So. Und sowas passiert einem Vollprofi wie mir. Ja, weil das letzte Mal hat er mir die Aufnahme komplett verkackt. Ich habe jetzt die nächsten drei. Ne, nicht die nächsten drei. Ich hätte eine Testaufnahme gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den Hänger gerade gesehen habt. Also ich habe ihn gesehen. Und irgendwie sind wir in der Lampe drin. Cool. Ja, Lego-Optik. Wunderschöne Lego-Optik. Es ist zum Träumen. Ja, der hat mir auf jeden Fall bei meiner Testaufnahme das alles durcheinander gewurschtelt und jetzt müsste es klappen. Jetzt habe ich mir gar nicht durchgelesen, was am Anfang stand. Warte mal, wo ist der? Hilft Dash über die Trampoline durch den Raum zu springen. Je tiefer er fällt, alles desto höher klar, springt Trampoline, Chaoswächter und so Plattformen. Wir lassen ihn mal hochlaufen. Jo. Das geht. Aber da kommt er nicht hoch. Wozu hängen da nur diese fetten Dinger? Komische Sache. Wie wär's, wenn wir die einfach mal da drauf stellen? Wow. Das kann doch nicht. Kann das sein? Kann es stimmen? Kann es funktionieren? Wenn du da stehst, nicht. So. Dann ist da oben ein Chaoswächter. Hier ist keine Chaoskugel, oder? Nee. Ah, geh schneller. Ach so, okay, wir legen den dahin. Mal sehen. Boing. Die Trampoline machen unglaublich geile Geräusche. Boing. Da, Chaoswächter, ich gehe einfach unter dir her. Und hopp. Jawohl, es klappt und das gleich beim ersten Start. Super Sache. Okay, weiter. Rutschpartie. Richte die Rutschen so ein, dass Dash an den Wachen vorbei oder über sie hinwegrutscht. Okay. So, das sieht schon ziemlich groß aus. Was haben wir? Wir haben diese geilen Rutschen. Hier oben ist unser Schalter. Da müssen wir auf jeden Fall auf diesen Block drauf. Mit einer Leiter kommen wir dann nicht drauf. Geht das so? Ja, da kommen wir mit einer Leiter hin. Okay. Dann müssen wir aber hier an dem Typen vorbei. Und außerdem, glaube ich, haben wir eine Leiter zu retten. Nee, da haben wir noch eine. Okay. Ah.
Aber dafür brauchen wir arsch viele Richtungsfelder und wir haben nur drei? Vier. Aber trotzdem wird das nicht reichen. Wir müssen erstmal ein bisschen hinkommen. Wie kommt man denn da sonst noch drauf? Mit einer Rutsche. Aber wo? Steuerung! Aber wie soll man da hinrutschen? Ah. Vielleicht kann man hier auf die andere Seite auch so eine Leiter packen. Hey, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Okay, so machen wir das. Dann müssen wir da noch drauf kommen. Da brauchen wir... Ich würde mal sagen, von da eine Leiter, oder? Oder von da, aber dann müssen wir wieder um diesen Typen rumrennen. Das ist ja doof. So, wie kommen wir über den drüber? Der springt da... Ja, wir haben Rutschen. Kann man da... Der hatte vorhin gesagt, dass wir da drüber rutschen können, oder? Verklickt. Och. Ich will doch gar nicht, dass du gegen die Wand rutscht, ey. Geh mir doch nicht auf den Geist. So. Ja, und hier haben wir nämlich genug Treppen, um da hochzurennen. Die sind nämlich schon vorgeliefert. Da müsste die dahin. Hier bräuchten wir noch so ein ultra geiles, tolles Richtungsfeld. Ich weiß nicht, ob ihr diese Hänger auch seht. Mich interessiert das gerade. Ich hoffe nicht. Also hin und wieder hängt es bei mir ein bisschen. Und die Leiter brauchen wir dann da. Und das Richtungsfeld brauchen wir da. So. Es ist das natürlich sehr sinnvoll, dass er hier am Anfang voll in die Grütze rennt. Nein, das muss dahin. Ja, dann müsste es doch klappen. Was ein geiles Geräusch. Das möchte ich jetzt noch mal hören. Schön. Ach, dieses Spiel ist toll. Diese wunderbare Lego-Optik ist so traumhaft. Oh, das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Jawohl! Bam! Knopf gedrückt. Tolle Sache. Wir haben es geschafft. Das ist schön, finde ich. Oh. Schreckensröhre. Prima, du hast Tanks gefunden. Er steckt in einer von Ogles Schreckensröhren. Oh. Wir müssen die Chaoskugel schnappen, die Röhre mit dem Schalter ausschalten und die Tür öffnen. Oha, was ist... Ja. Hallo und so? Lego Alpha Team funktioniert nicht mehr. Okay, ich starte mal gerade das Ganze hier neu und dann seid ihr gleich wieder dabei. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Einmal kurz gucken, ob die Auflösung... Ja, natürlich ist die Auflösung wieder zerstört worden. Ich habe keine Ahnung, der hat das vorhin schon nicht beibehalten. Hm. Okay. So, Abenteuer und wir haben den Fortschritt Schreckensröhre. Gut, dann hoffen wir mal, dass es jetzt klappt, ne? Prima, du hast Tanks gefunden. Prima, du hast... Er steckt in einer von Ogles Schreckensröhren. Wir müssen die Chaoskugel schnappen, sieht die nicht Röhre gut aus. Mit dem Schalter ausschalten und die Tür öffnen. Hm. Okay, wir hatten irgendwie einen kaputten Intro-Dingens, aber wir haben jetzt das Level. Da ist eine Schreckensröhre mit Tanks. Der Experte für Sprengstoff. Und hier ist anscheinend ein Schalter. Ich würde ja fast wetten, dass wir den aktivieren müssen. Wobei ich mich jetzt frage, wie kommt... Ah, okay, da ist eine Chaoskugel. So kommen wir an dem Typen vorbei. Okay, also muss Dash über das Dingen eine Chaoskugel holen. Also auf jeden Fall da hinten hier über die Blöcke. So, wie machen wir das?
kommt der mit der Leiter da kann er darüber springen? Nee, oder? Whoop. Vor allem wenn da ein Bewegungsfeld fehlt, dann kann der das erst recht nicht. Oh nein! Ich bin auf Kisten gefallen und ich bin K.O. gegangen. Also merke, er kann nicht auf Kisten springen. Traurig das auch klingen mag. Also nehmen wir doch so ein Ding hier. So, aber wie kommen wir jetzt hier ein Trampolin hin? Dann rennt er da drüber, dann die Kugel einsammeln. So ungefähr. Und hier natürlich noch die Rutsche hin. Aber wozu brauchen wir die Treppe? Hey cool, wir können wie Tanks gucken. Sehen wir die, wie Dash da hinten lang rennt. Oh, jetzt wird's interessant. Oh, 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 der fällt daneben, habe ich gerade so noch am letzten Augenblick gesehen. Also brauchen wir. Ja, logisch, klar, dann klettert der hoch und dann. Ja. Der klettert da hoch und dann ja. Also so. Dann lädt die da hoch. Boing, rüber. Oh, auf die Kante. Oh. Kugel einsammeln. Und wie kommen wir jetzt an den Schalter? Also nicht an den Schalter, sondern an die Tür. Ich gehe mal zu Tanks. Ach so, der macht das. Ah, okay. Bumm. Bam. Und der kann geil tanzen. Und der hat Dynamit am Körper. Hiroshima! Nein, das war was anderes. Okay, das war nicht ganz so. Egal. Also, der hat Sprengstoff. Und wir haben eine neue Mission. Die Türen in diesem Teil von Ogles Insel besitzen zwei Druckschlösser. Dash und Tanks müssen jeder einen Schalter betätigen. Okay. Ogel. Nun, Dash, du hast tatsächlich Tanks retten können. Ich muss zugeben, du scheinst in Höchstform zu sein. Großartig! So mögen meine Haie ihr Futter frisch und knackig! Frisch und knackig. Mach's gut, alter Kumpel. Was raucht der Typ, dass der so eine kranke Lache hat? Also, wir haben zwei Schalter, wir haben zwei Typen, wir haben ganz viel Zeug, aber ich würde sagen. Ogel. Als R2 des Alpha-Team sorgt Ogel immer wieder für Ärger. Und ein Hai! 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 Oder der Hai freut sich über eine Zwischenmahlzeit. Ja, okay, wie gesagt, ich würde sagen, das sehen wir dann erst im nächsten Teil von Let's Play Lego Alpha-Team. Und bitte lass die Aufnahme jetzt nicht komplett abgekackt werden. Fast mit Sprengstoff. Okay. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Teil von Let's Play Lego Alpha-Team. Ciao!